Der Promi-Prozess des Jahrzehnts in Virginia ist vorbei zwischen Johnny Depp und Amber Heard, den Hollywood-Stars und ehemaligen Eheleuten, die sich in dieser Ehe offenbar nicht schuldig geblieben sind, wie man in dem Prozess in 7 Wochen erfahren hat. Wie gesagt, Johnny Depp hat das Verfahren mehrheitlich gewonnen. Er hat vor Gericht erreicht, dass es bewiesen scheint, zumindest in den Augen der Jury, der Geschworenen, dass ihn Amber Heard verleumdet hat, als sie sagte, er hätte sie geschlagen während der Ehe. Für Johnny Depp, da ist jetzt die Frage, ob seine Karriere wieder aufleben kann, ob es zu einem Comeback kommen kann. Und hier gibt es erste Nachrichten. Johnny Depp kündigte sein erstes Entertainment-Projekt an. Es handelt sich um ein Musikalbum, das er gemeinsam mit dem berühmten Gitarristen Jeff Beck anfertigen, produzieren möchte. Johnny Depp hat sich gerade in England aufgehalten, hat die Tournee von Jeff Beck teilweise begleitet. Er war sogar nicht einmal im Gerichtssaal, als sein Sieg, das Urteil, verlesen worden ist. Ein weiteres Projekt könnte der zweite Teil des Kultfilms Beetlejuice sein. Hier würde dann Johnny Depp möglicherweise sein Comeback auch als Schauspieler feiern in Hollywood. Beetlejuice 2 ist derzeit geplant für ein Veröffentlichungsjahr 2025 und es kann durchaus sein, dass hier Johnny Depp wieder eine Rolle übernehmen kann. Wie sieht es aus mit Amber Heard? Trister eigentlich, denn einerseits droht ihr die finanzielle Pleite. Das Gericht hat festgelegt, dass sie 10,4 Millionen Dollar an Johnny Depp zahlen muss als Strafe. Johnny Depp selbst muss ihr 2 Millionen überweisen, nachdem sie zumindest einen Anklagepunkt gewonnen hat. Klar ist, sie hat das Geld nicht. Klar ist auch, dass Amber Heard ein sehr großes Luxusleben geführt hat in der Vergangenheit mit zahlreichen teuren Wohnungen, Luxusartikeln, viel Geld ausgegeben und das Geld würde sie jetzt brauchen. Natürlich das größte Problem sind die wachsenden Rechtsanwaltskosten, die natürlich in die Millionen gehen bezüglich eines derartig großen und langen Verfahrens, wie wir es gerade in Virginia gesehen haben.